Also dann sagt man ja so manchmal, ne? Frohe Weihnachten, guten Rutsch und frohe Ostern, bis wir uns das nächste Mal sehen. Na gut, so lange wird es diesmal nicht dauern. Aber es geht heute tatsächlich mal um etwas, das damit direkt zusammenhängt. Nämlich, du hast es im Titel gesehen, um die Jahreskreisfeste. Aber das, was ich da gerade gesagt habe, diese kirchlichen Termine, die wurden ja da irgendwie übergestülpt. Und wir wollen uns jetzt mal mit dem Urgrund beschäftigen, das, was eigentlich die tiefe Wahrheit ist und was die Ursache, das, was die Menschen über ganz, ganz lange Zeit, über wesentlich längere Zeit gelebt haben, als die Kirche uns das mit ihren Festen übergestülpt hat. Und dazu, ihr seht es schon, es sieht wunderbar aus. Wir sind wieder unterwegs in meinem Wohnstudiomobil und ich bin in Dietmannsried bei Kirsten Anuk, Feierabend Lichtner. Kirsten, danke für deine Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Und ja, ich bin jetzt mega gespannt, weil das ist ein Thema, da habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt. Außer dem bisschen, was ich gerade erzählt habe, möchte ich dich jetzt bitten, einfach weiterzumachen, weil ich bin jetzt gespannt. Ach so, für dich noch ganz kurz zur Info. Wir wussten erst nicht, wie wir es machen sollten. Jetzt haben wir das Bild mal in die Mitte gestellt. Du siehst es jetzt also in jeder Perspektive, nur das Mikro ist halt davor, damit du uns vernünftig hörst. Geht das gerade nicht anders? Aber ich glaube, du siehst genug von dem Bild. Und von daher schauen wir mal, wie es passt. Kirsten Anuk. Andreas, so schön, dass du hierher gekommen bist ins Allgäu. Und es ist ein strahlender Herbsttag. Und ja, und ich freue mich mega, dass ich über die Jahreskreisfeste erzählen kann, weil mich das so viele Jahre schon bewegt und berührt und ich so viel da schon lernen durfte oder mich wieder erinnern durfte. Und das ist jetzt so das Stichwort mit diesen Jahreskreisfesten. Also schon seit Urzeiten bewegen wir Menschen uns in diesem Jahreskreis. Im Kreislauf der Natur, das ist dabei ganz, ganz wichtig. Also der Jahreskreis orientiert sich an Sonne, an Mond, an Mutter Erde. Und das ist diese Urverbundenheit der Menschen, die es ja schon lange gab, die Natur. Und die Menschen waren ja wirklich mal eins. Und das sind sie jetzt auch noch, nur wir haben es vergessen. Genau. Und das ist ja das, wo wir jetzt wieder hinkommen dürfen. Das ist das Erinnern. War das nicht so, dass es früher 13 Monate gab, 28 Tage? Also es gab ja verschiedene immer Kalender. Immer mit dem Mondzyklus so ja, ein bisschen in Einklang. Ne? Genau, also da gibt es ganz verschiedene Kalender und der allererste Kalender war eigentlich ein Kalender, den die Frauen so gefunden haben durch ihren Zyklus. Das war dann, die haben sich ja an dem Mond, das war dieser lunare Kalender. Und mit diesem, den wir heute haben, da gibt es ja auch diese Überschneidung. Und das sind dann nachher auch diese Rauhnächte gewesen. Genau, das wäre dann nochmal ein Thema, genau. Habe ich auch gerade gedacht. Genau. Dann machen wir ein extra Video drüber. Genau, das wäre auch die Rauhnächte. Weil das hängt auch alles, wenn man sich so anfängt mit dem Jahreskreis zu bewegen, dann kommt man auf diese ganzen uralten Rituale und Feste. Dazu gehören dann auch die Rauhnächte. Ja, jetzt beginne ich mal. Eben im Jahreskreis bewegen wir uns schon seit langer, langer Zeit. Und wie gesagt, Sonne und Mond geben uns da so einen Rhythmus. Und es gibt es eigentlich weltweit. Natürlich sind da die Jahreszeiten immer ein bisschen verschieden. Man kann auch in dem Ganzen, darauf komme ich später auch nochmal, in diesem Jahreskreis, das hat so verschiedene Schichten und Ebenen. Mhm. Und da steckt eigentlich auch ein Medizinrad drin. Also das ist so, also bei den Indianern gibt es ja dieses Medizinrad. Ja. Das dann auch mit den Himmelsrichtungen, mit den Elementen und aber auch mit den inneren Seelenanteilen halt verbunden ist und auch ganz stark eben immer mit der Natur. Und das Ganze finden wir wieder in diesem, was ich da gemacht habe, so um das so ein bisschen zu veranschaulichen, in diesem Jahreskreis, in dem wir uns bewegen. Und ja, wo beginne ich? Ich beginne mit einem Gedicht von mir. Oh ja, das ist gut. Weil ich habe, das möchte ich noch zuvor sagen, ich habe ja irgendwann mal in mir wie so einen Ruf auch verspürt. So beginnt es ja in uns Menschen immer meistens so ein Ruf, so eine Neugierde. Und dann fand ich das so mit diesen Jahreskreisen einfach spannend. Ich durfte dann bei Susanne Fischer-Ritzi eine Kräuterausbildung machen vor vielen Jahren. Und ihr verdanke ich da ganz, ganz viel Wissen. Also da bin ich ganz, ganz dankbar dafür. Durfte auch mit ihr schon viele Jahreskreisfeste feiern. Und dadurch ist natürlich ganz, ganz viel Inspiration
passiert. Und ich habe aus dieser Inspiration, aus diesen Jahren, in denen ich das dann auch gefeiert habe, kennengelernt habe, mich da vertieft habe, habe ich dann eben Lieder geschrieben. Als Bardin der neuen Zeit mache ich das ja in Form von Liedern und Gedichten. Also auch die Poesie ist ganz wichtig bei manchen Festen. Also von daher fand ich das ganz schön, wie ich das dann verarbeiten darf. Und so beginne ich das Ganze mit einem Gedicht über den Jahreskreis von mir. Im Jahreskreis gehe ich, im Jahreskreis stehe ich. Mit Sonne und Mond verbunden. Das Leben entsteht und wächst und bewegt sich. Lässt mich Raum und Zeit umrunden. Weiß, rot und schwarz. Vom Himmel zu den Wurzeln öffnet sich die Blüte ins Licht, erfüllt sich der Urplan und schenkt seinen Segen. Die neue Zeit, die golden anbricht. Ja, da sind ja schon so ein paar Symbole drin, über die ich jetzt auch erzählen möchte. Und du hast ja eben schon, also anfangen tue ich gern mit der Wintersonnenwende im Dezember. Ah, genau, das ist auch eine gute Idee. Genau, das ist das Julfest auch genannt. Also da gibt es ja auch immer noch, weil es ja uralte keltische Bräuche auch sind. Den keltischen Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Aber also da gibt es wirklich verschiedene Namen über all die Zeiten, die sich dann daraus entwickelt haben. Ich kenne es jetzt so als Julfest. Und das ist so um den 21. Dezember. Und da geht es ja darum, wenn wir uns eben anschauen, immer im Jahreskreis, wenn wir uns bewegen, spricht die Natur zu uns. Sie ist wie der Spiegel. Spüren wir die Natur, sehen wir die Natur, dann wissen wir genau, worum es gerade geht, was jetzt gerade ansteht. Und der 21. Dezember, das wissen wir ja, ist ja die längste Nacht. Da ist wirklich das Licht so ganz, ganz, ganz verborgen, ganz im Innersten. Also da beginnt es, ne? Ja, genau. Und in dieser Dunkelheit kommt das Licht wieder. Genau. Mhm. Ich war mal so neugierig und habe mir dann mal diese Liste rausgeholt. Mhm. Das kann man im Internet ja schön gucken, mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergangszeiten. Mhm. Und da habe ich festgestellt, das geht nicht einfach zick, zack, sondern es geht ja so rund. Und das ist ja genau das. Am 21. Dezember beginnen ja die Rauhnächte, die du vorhin angesprochen hast. Genau. Und genauso lang wie die Rauhnächte gehen, ist es ungefähr gleich. Mhm. Das heißt, die Tage sind gleich kurz, die Nächte sind gleich lang. Mhm. Und so, und ab 6. Januar, da fängt das wieder an, dass die ersten Sekunden länger werden, wieder um Minuten. Mhm. Bis es dann soweit ist, dann wird jeden Tag 2 Minuten ist es pro Tag, die Tage morgens und abends länger wieder hell sind. Ja, genau. Aber diese Zeit der Rauhnächte ist genau die Zeit, wo es ungefähr gleich ist. Und das finde ich so spannend zu beobachten. Da ist es noch nicht gleich. Da muss ich dir widersprechen. Also da ist nicht Tag und Nacht gleich. Nicht gleich, sondern die Zeiten ändern sich nicht. Ja. Das heißt, es ist der kürzeste Tag und die längste Nacht. Ja, genau. Es ändert sich so minimal, dass man es nicht mehr messen kann. Genau. Und das ist im Grunde, man kann sich das vorstellen, so eine Kurve. Mhm. Warte mal, ich mache es mal in meine Kamera hier hinten. Also eine Kurve, wenn du den Berg hochsteigst, bist du hier irgendwann oben. Und bevor du dann runtergehst, wenn du ganz oben bist, dann merkst du fast gar nicht, dass da eine Kurve ist. Und so kannst du dir das vorstellen mit diesem 21. Januar bis, nee, 21. ist mein Geburtstag, deswegen Dezember bis zum 6. Januar, jetzt haben wir es. Diese Rauhnächte halt, ist einfacher ausgedrückt. Da ist es so, dass man es so gut wie gar nicht sieht oder messen kann, außer Sekunden. Das ist also eine sehr spannende Zeit, weil dann eben die Tage so kurz sind. Ja, genau. Und das ist eben auch das, was uns in diesen Jahreskreisen Festen dann auch begegnet oder in dieser Zeitqualität, sag ich mal, die dann gerade, das ist ja nicht nur ein Tag, sondern es ist ja ein längerer Zeitraum. Und vielleicht muss ich doch bei Samhain anfangen, weil das hängt ja auch irgendwie zusammen. Wir sind jetzt, weil wir jetzt auch in dieser Zeit sind, fange ich jetzt an, da wo wir uns jetzt bewegen. Wir sind jetzt praktisch hier, kurz vor Samhain, das ist Ende Oktober. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Fest der Kelten gewesen. An welchem Datum genau? Das ist dann 30. Oktober, also 31. Oktober, Halloween. Ja, ja. Viele kennen es halt da mehr ich, unter da Halloween. Ich auch jetzt grade, genau, ja. Genau. Aber ursprünglich ist es eben Samhain. Das heißt, die Kelten haben da, wo es dunkel ist, da, wo es dunkel wird, haben sie das Neue gefeiert, das neue Leben, aber auch der Toten gedacht, also der Ahnen. Da ist das Tor zur Anderswelt, sagt man auch, geöffnet. Die Schleier heben sich. Und man kann viel besser da in Kontakt treten und eben einmal den Ahnen danken, aber auch den Segen von ihnen empfangen. Und die Kelten haben dies auch
gefeiert als Neujahr sozusagen, als Neubeginn. Und da steckt ja viel Weisheit drin, weil erst fragt man sich, warum dann, wenn es dunkel ist oder wenn es dunkler wird, aber genau in dieser Dunkelheit, da entsteht ja wieder alles. Das ist wie in der Natur, wenn wir die jetzt anschauen, da die Blätter fallen von den Bäumen, die Pflanzen haben sich zurückgezogen, sterben ab, was oberhalb der Erde ist. Also die ganze Kraft zieht sich jetzt in die Wurzeln. Und so ist es immer für uns so eine symbolische Aufforderung oder eine Möglichkeit, wenn wir die ergreifen wollen, da sind wir ja frei, dann können wir diese Zeitqualität nutzen und eben ausspüren, ah ja, jetzt geht's mehr nach innen von der Energie her. Es geht mehr nach innen. Wir haben den Sommer so gefeiert und sind nach außen gegangen, haben viel erlebt, haben die Früchte in jeder Hinsicht, also als wirkliche Früchte, aber auch als symbolische Früchte, haben wir die ja praktisch erhalten und gedankt. Und jetzt kommen wir in diese Qualität. Ja, wir haben so vieles erlebt im Außen. Jetzt dürfen wir nach innen gehen. Wir dürfen jetzt spüren, was darf ich jetzt loslassen? Und was möchte ich vielleicht auch wieder erstmal in mir so ein bisschen sich beruhigen lassen, damit ich dann im Laufe dieser stilleren Zeit wieder neue Samen empfange? Oder in der Erde ist es ja jetzt auch so, da liegt ja schon alles und wartet so drauf, jetzt ruht es erstmal und wird dann im Frühjahr ja wieder wach geküsst, so von dem Licht. Ja, das Schöne, die Pflanzen haben die Samen ja quasi verloren. Das heißt, sie sind runtergefallen. Ja. Ich habe das gestern bei unserem Spaziergang gesehen, wie diese eine Pflanze, wo Otto da war, die explodierte richtig. Das war toll. Und dieser Same, der fiel runter. Und ja, der liegt jetzt da bis nächstes Jahr. So, genau, und dann kann er aufgehen oder die Tierchen verschleppen ihn auch ein bisschen und somit verbreiten sich die Pflanzen dann sehr schnell. Und die liegen ja dann so lange auf oder in der Erde, diese Samen, um zu werden. Und das wird die Zeit für uns Menschen der Kontemplation. Mhm. Das heißt, in die Stille zu gehen, mal mit uns selbst zu sein, mal zu reflektieren, was wir ja sowieso eigentlich jeden Tag machen sollten. Mhm. Ich mache es jeden Tag, mindestens abends, wenn nicht sogar auch am Tage schon mal, damit wir erkennen, was wir gut gemacht haben und was wir noch besser machen können. Ja, genau. Und somit unser Leben wieder in die richtigen Bahnen zu kriegen, sollte es mal ein bisschen entglitten sein oder eben zu verstärken, wenn wir schon auf dem richtigen Weg sind und überlegen, aha, das haben wir bis jetzt gemacht, was können wir jetzt weiter oder sogar besser oder vielleicht ein bisschen mehr, aber auch manchmal ein bisschen weniger machen. Ja. So wie bei mir, ich darf jetzt mal ein bisschen weniger machen, weil ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Mhm. Das ist für mich auch eine wichtige Erkenntnis. Diese Balance wieder zu schaffen. Genau, in diese Balance wieder zu kommen. Und dafür ist diese Zeit jetzt einfach ganz hervorragend. Es ist nicht so, glaube ich, dass die Punkte Peng am 31. beginnt, sondern ich merke, das geht jetzt schon los. Diese Energie ist schon da. Ja, ne? Das meine ich genau, dass es eben nicht ein Tag ist, sondern ich denke auch, je mehr man sich so befasst, eben, wie du sagst, auch selbst an einem Tag kann man sich im Kreislauf bewegen, dass man, wie du sagst, am Abend, wenn es dunkler wird, das lädt uns ein, es wird dunkler, wir kommen zur Ruhe, wir schlafen, wir tanken wieder auf oder bringen auch so ein bisschen was ins Gleichgewicht. Und das finde ich eben auch, das kann man ja alles nutzen. Und wenn je spüriger man da wird und je mehr man sich da bewegt in diesen Kreisläufen, kommen wir ja wieder aus diesem Linearen raus, in dem wir ja so eingepfercht sind, mehr oder weniger, so von A nach B und dann hat gar nichts mehr eine Verbindung. Ich finde, da hasten wir heute ja oft rum in der Gesellschaft. Und da wieder rauszutreten, zu sagen, alles Leben läuft in Kreisen, in Zyklen. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei den Archetypen-Vorträgen oder Interviews hatte ich da schon mal auch was gesagt. Diese Zyklen, und die tauchen jetzt im Jahreskreis wieder so schön auf. Oder eben in diesem sich mit der Natur bewegen, mit der eigenen Natur bewegen. Das ist immer ein Zyklen. Da sind wir Frauen ja auch nochmal besonders in diesen Zyklen bewandert oder einfach durch unsere Natur bewegen wir uns ja in Zyklen. Und auch da die Aufforderung an uns Frauen, da mehr mit diesem Zyklus zu gehen. Nicht immer dagegen, sondern auch da gibt es ja diesen Moment, wo man sagt, jetzt brauche ich mehr Ruhe. Und wenn ich dann im Außen mich verpulvere, meine Energie, dann, dann ist man leer und völlig durch den Wind irgendwann. Und in dieser Zeit ist so wichtig, oder kann es uns so viel geben, wenn wir uns wieder an diese alten Kreisläufe, die Zyklen erinnern und einfach diese Zeitqualitäten nutzen, die dann jetzt eben mit Samhain, ich habe auch jetzt schon das Gefühl, da ist schon Samhain in der Luft. Das ist nicht nur an dem Tag, wie du es vorher so gespürt hast. Ja. Richtig. Also wieder verbinden mit der Natur, mit den natürlichen Rhythmen, Zyklen. Genau.
Das steckt so in dem Ganzen. Und wenn wir uns jetzt so weiter bewegen, also Samhain, dann wird es jetzt immer dunkler und dunkler, die Nächte werden immer länger, die Tage immer kürzer. Und dann ist ja eh so, Dezember ist für mich immer so eine, nochmal so eine Zauberzeit. Da sind auch ganz viele uralte Bräuche, die von der Kirche zum Teil wirklich so, muss man sagen, das wurde so, weil das aus den Menschen nicht rauszubringen war, diese uralten Kreisläufe, wenn man sich überlegt, da haben sich die Menschen seit so vielen Jahrtausenden drin bewegt, mit Sonne, Mond, den Sternen, mit Mutter Erde. Und das hat die Kirche dann, die wollten das natürlich als, die wollten das auch weghaben, dieses uralte Wissen, und haben da ihre, konnten es aber nicht und haben dann ihre so eingeflochten, sag ich mal, so ihre, drüber gestülpt. Und so haben wir ja zum Beispiel dann, wenn jetzt, also Wintersonnenwende ist Weihnachten geworden, symbolisch ist es ja so geblieben, dass da ein Licht empfangen wird. In tiefster, dunkelster Nacht wird Jesus geboren. Also von daher, diese Symbolik ist ja auch schön irgendwie und ist aber geblieben. Letztendlich liegt dem zugrunde diese Sommer- und Wintersonnenwende. Also hier habe ich die Sommersonnenwende, da ist die Wintersonnenwende und die, das ist eben das Julfest, wo das Licht wieder empfangen wird. Und im Dezember gibt es aber auch nochmal das Fest der Lucia. Da am 13. Dezember, da ist in Schweden, wird das sehr gefeiert. Da hat eine Frau, ein Mädchen und eine Frau hat dann so einen Lichterkranz auf und da wird eben auch das Licht gefeiert, weil man weiß, nur mit dem Licht kommen wir wieder aus dieser Dunkelheit heraus oder können wir wieder diese inneren Samen oder die Samen der Erde, können die dann irgendwann wieder wachsen. Also nur mit diesem Vertrauen, das Licht kehrt wieder, können wir da auch weiter uns bewegen. Das ist ja gerade in Schweden, Norwegen, extremst, weil da ist es ja so, dass dann es wirklich ganz dunkel wird. Da sind die Tage dann ja bis hin zu ganz kurz und gar nicht. So wie sie halt im Sommer ist es dann ganz oben im Norden extremst, da wird es gar nicht mehr dunkel. Stimmt. Aber das ist ja die Zeit, wo es wirklich fast nur noch dunkel ist. Stimmt. Und da ist dann der Wunsch, wieder Licht zu haben, extremst größer. Ja, genau. Und deswegen hat sich dort vielleicht auch noch erhalten, das Fest. Kann, das kann sein. Ja. Die sind eh noch ziemlich, also mehr verbunden. Also ich meine, das ist natürlich bei uns jetzt auch wieder am Werden, schon länger, Gott sei Dank. Aber in Schweden, so stimmt, die sind da noch mehr. Oder in Island, da gibt es ja wirklich ganz wunderbare Dinge, sogar Feenbeauftragte noch und so. Also die sind schon noch da, ein bisschen verwobener so. Und wieder, die gehen wieder, zurück zur Natur. Ja, da habe ich jetzt einiges gehört. Interessant, ja. Sind natürlich auch der Natur ein bisschen näher, gell? Da ist so viel Natur, so viel, ist doch noch so eine Weite. Ja, und wenn wir dann in der Wintersonnenwende, in der dunkelsten Nacht das Licht wieder empfangen haben, dann, dann merken wir schon, jetzt geht's wieder so langsam, langsam, langsam aufwärts. Dieses Gefühl, das Licht, jetzt kommt wieder die Zeit. Und dann kommen erstmal die Rauhnächte dazwischen noch, genau, die uns ja auch einladen, so nochmal mit unserem schöpferischen Potenzial des Herzens nochmal so mitzuweben an dem, was das kommende Jahr so bringen mag. Aber da können wir, wie gesagt, auch nochmal drüber reden. Also so haben wir überall die Chance, da auch mitzuweben und zu spüren, worum geht's jetzt gerade. Aber ich bleibe jetzt nochmal bei dieser ersten Ebene. Das heißt einfach, was dieses Jahreskreis so fest dann bedeutet. Dann kommen wir im Februar, das ist dann Imbolc, das Eumelk auch genannt. Das heißt, das ist diese Milch der Mutterlämmer, also die, nein, nicht der Mutterlämmer, der Mutterschafe, die eben die Lämmer auf die Welt bringen in dieser Zeit. Und drum hat das aus diesem alten Wortstamm Imbolc und Eumelk. Ist das eben. Und da geht's drum, da sind wir dann schon im Februar, da ist schon spürbar das Licht mehr geworden. Da können wir dann schon einfach fühlen, jetzt ist das Licht schon wirklich viel, viel stärker. Und jetzt geht's einfach weiter, so Richtung Genfrühling. Und da bewegen wir uns auch weiter zu Ostara. Hier gibt's noch diese, das ist dann die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Da sind dann Tag und Nacht gleich lang. Das ist so um den 21. März bis 23. März etwa. Also alles immer so, ungefähr letztendlich. Und das heißt eben Ostara, da ist diese Frühlingsgöttin Ostara, wandelt da schon sichtbar übers Land und streut die Blumen. Und wo sie läuft, da wachsen die Pflanzen wieder. Also das ist dann schon ganz weit fortgeschritten. Und dann geht's weiter zu Beltane. Das ist dann der 1. Mai.
Da wird ja auch gefeiert, Walpurgisnacht oder wie auch immer das heißt. Also es gibt ja verschiedene Namen dafür. Und da wird so schon mal, ja, da ist das Leben schon ganz sichtbar. Da ist schon alles am Blühen und am, also da ist wirklich alles schon so wieder da. Und Walpurgisnacht am 30. April auf den 1. Mai. Ja, genau. Zur Sicherheit, damit in den Kommentaren dann nicht wieder geschrieben werden muss. Ne? So ja, genau. So ist es nur dort. Genau. Damit es mal richtig gesagt ist. Genau. Danke. Und das ist Beltane und mit dieser Fülle und da, ich komme noch auf die Themen später noch zu sprechen. Da haben wir dann jetzt Wintersonnenwende, Sommersonnenwende. Ja. Da ist dann auch wieder, da wendet sich die Sonne dann wieder, da ist es dann wirklich wieder wie so ein Schwellenpunkt. Da sind die Tage am längsten, die Nächte am kürzesten. Genau, da und ist es wieder umgekehrt. Dann der Punkt, wo wir dann sagen, jetzt geht es wieder mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Jetzt geht es manchmal so, eigentlich inmitten dieser höchsten Hitze und Fülle, ja, so ist dann plötzlich so, aber doch, macht so, also ist dann bei der Erde, die hält so inne und dann geht es wieder in die andere Richtung. Das sind auch wieder ein paar Tage, wo das so ist. Ja, eigentlich der 21. Juni, aber ich denke auch mal, dass ich denke, das spürt man dann schon so, ist wieder diese Zeitqualität einfach. Dann geht's in den August, da haben wir dann Lammas. Und Lammas, da wird dann schon, das ist auch das Schnitterinnenfest, nennt man das, wo man mit der Sichel dann schon die erste Ernte einbringt, das Korn schneidet. Also da wird wirklich die erste Ernte eingebracht, da ist dann jetzt sind die Früchte schon so gereift, dass man da schon anfängt, die Ernte einzubringen. Und dann geht's weiter zur Herbsttag- und Nachtgleiche, Mabon. Mabon ist, ist ein Gott, also ein männlicher Gott, der dann langsam wieder in die Erde zurückgeht. Also es wird dann auch entsprechend gefeiert. Und da sind eben Tag und Nacht auch wieder gleich, da geht es auch wieder um diese Balance. Und da ist aber jetzt auch schon, da haben wir jetzt gemerkt, dazwischen geht es dann recht schnell, dass die Tage dann kürzer werden und die Nächte länger. Und wir uns eben einfach so, das ist wie immer so ein kleiner Funke, wo wir merken, aha, jetzt wird es stiller, jetzt geht es darum, den Sommer zu verabschieden, loszulassen, Danke zu sagen, auch so ein bisschen nachzusinnieren, was habe ich denn in diesem Sommer erlebt, wer hat mir dabei geholfen, meine Ernte einzubringen. Also das dürfen wir auch immer, das ist jetzt die zweite Ebene, auf die ich jetzt komme. Da steckt auch immer diese Symbolik für unsere Seele, für unser Innerstes drin. Also diese, einmal das, was einfach durch die Jahreszeiten passiert in der Natur, aber dann auch dieser innerste Aufruf, diese Zeitqualität einfach zu nutzen für uns und unsere Entfaltung, Entwicklung. Und ich merke, dass so je mehr man das eben auch feiert und diesen Kreislauf auch durchläuft, auch mit diesen Energien und mit diesem bewussten, jetzt ist ja die Zeit, jetzt geht der Sommer zu Ende, jetzt ist auch bei mir so, also in mir, in uns Menschen ändert sich die Energie langsam, wie du vorher ja auch schon gesagt hast, wie es dann stiller wird und wie man so langsam wieder zur Ruhe kommt und das brauchen wir ja auch, um in dieser Zeit eben in so eine Ruhe zu gelangen, in uns zu spüren, was möchte meine innere Weisheit, wieder mit dieser inneren Weisheit in Verbindung zu kommen, um dann zu wissen, welche Samen möchte ich denn für das kommende Jahr hervorbringen? Was möchte denn da von mir in die Welt gebracht werden? Was möchte ich auf den Weg bringen? Was möchte geboren werden? Und das mit dieser Energie gehen wir ja dann praktisch in dieses Imbolc, zu diesem Lichtmess, empfangen dann nochmal so diese Botschaft, dass wir mit dem Licht alles hervorbringen können. Also, dass wir uns mit diesem Fokus auf das Licht wirklich unsere Samen dann auch gedeihen können, aufgehen können. Das ist aber noch ganz zart. Hier geht es auch viel um Reinigung. Und das macht man ja auch mit dem automatisch mit dem Frühjahrsputz so. Der ist doch da so angesiedelt, zumindest war das früher mal sehr stark und geht aber auch um die körperliche Reinigung. Also sich einfach, das macht man ja alles zu dieser Zeit, diese Fastenkuren, was dann alles so modern ist. Da das ist aber auch, macht aber auch Sinn in dieser Zeit, sich nach dieser langen Winterzeit vorzubereiten auf praktisch auf das Neue, auf das, was wir ja dann im Außen auch wieder hervorbringen möchten. Das ist eben die Reinigung und dieses mit dieser Göttin Brigitte, das ist auch eine ganz alte Göttin, die auch im Norden sehr bekannt ist, also Irland. Da gibt es auch Kirchen und also ganz kann man sich auch mal so ein bisschen erkundigen. Das ist sehr spannend. Das ist eben auch die Göttin,
der Poesie und die Göttin, die für die Kinder oder die inneren Kinder, also die uns da zuständig ist, die uns da wieder so ein bisschen in die Bewegung bringt, in die Leichtigkeit. Die schenkt uns dann eben diese Frühlingskraft, diese Leichtigkeit, mit der wir dann auch also Ostara, mit der Göttin Ostara dann schon sichtbar was hervorbringen können. Also da können wir dann schon mit dieser Energie sagen, da haben wir diesen Schwung und diese Kraft und diese Lebendigkeit, um da schon was hervorzubringen. Sei es im Garten, dass man da auch, wie auch immer man diese Energie nutzt. Und dann mit dieser vollen Lebenskraft und Lebenslust kommen wir dann bei Beltane an. Da geht es wirklich drum, an diesen alten, uralten Überlieferungen, dass dieser Himmelsgott und die Erdengöttin sich vermählen. Also da geht es zum Beispiel auch um Mann-Frau-Themen, innere Mann-Frau-Themen, äußere Mann-Frau-Themen. Und da wird es aber auch gefeiert, so diese, wie gesagt, diese Lebenslust und auch dieses wirklich schöne männliche, weibliche, wie das zusammenfindet. Das hat da so sein. Ja, und an Jul merken wir dann schon, sind wir so in der Fülle, dass wir in dieser vollen Fülle des Lebens auch angelangt und genießen das auch. Und ja, da geht es auch um diesen Genuss und einfach dieses nach außen. Wir machen Feste, wir sind mit vielen Freunden zusammen, wir gehen baden, wir feiern das Element Wasser und so weiter. Also das ist da wirklich da ganz doll spürbar. Hier geht es schon in die Ernte, das hatte ich ja vorher gesagt. Da geht es schon darum, was möchte ich jetzt so ernten? Was ist jetzt so das, was ich in diesem Jahreskreis eben schon hervorgebracht habe? Oder man kann aber auch jede Zeit noch nutzen, sagen, das hat jetzt noch nicht so geklappt. Das ist ja auch ganz normal. Wir müssen ja jetzt nicht da, das muss jetzt da geschehen sein. Wir dürfen uns immer wieder ein bisschen spüren. Habe ich das jetzt geschafft? Hat irgendwas gefehlt? Brauche ich da noch was? Und da es sich in Kreisen ist, wenn ich es jetzt in diesem Jahr nicht geschafft habe, dann ist das auch in Ordnung. Man muss jetzt da wirklich nicht sagen, oh, ich muss das jetzt aber bis Samhain geschafft haben oder bis Mabon. Überhaupt nicht. Also das geht wirklich fließend. Einfach immer so eine Möglichkeit mit unserem schöpferischen Potenzial, da immer wieder so mitzuweben und wieder mal zu spüren und zu schauen, wo stehe ich? Wo stehe ich, wo möchte ich hin? Das ist eigentlich so in diesem Kreislauf so drin. Ja, und Mabon eben diese Balance nochmal so auch Danke an das, was ich erlebt habe, was der Sommer an Schönem gebracht hat. Und dann die Vorbereitung, was ich vorher schon gesagt habe, auf diese innersten, wirklich nach innen gehen, mit den Ahnen sich verbinden und bis hin zum Empfangen des Lichts in der tiefsten Nacht, genau. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, genau, ne? Ja, genau. Und der Jahreskreis, das ist dann auch noch, wie gesagt, ich habe ja immer gesagt, das sind so Ebenen über der Ebene. Es sind immer, letztendlich sind es Spiralen und es ist verwoben. Was da noch drin steckt, ist auch unser Lebenszeitzyklus. Das heißt, im Frühling machen wir die Jugend. Da ist praktisch so diese... Genau. Die Jugend angesetzt, die so langsam das Erblühen. Da gibt es auch so Schwellenzeiten, das ist dann hier bei den Jungens und Mädchen, die dann eben bei den Mädchen zur Frau erwachen. Da gibt es dann auch die Initiationen. Also früher gab es das eben auch und jetzt auch immer mehr wieder, dass eben da auch die Initiation, das Fest gefeiert wird vom Mädchen ganz bewusst zur Frau, vom Jungen zum Mann. Das findet da statt. Genau, und da haben wir nochmal einen Schwellenpunkt dann bei uns Frauen dann nachher, aber ich denke bei den Männern genauso, bloß eben ein bisschen Wechseljahre. Genau. Wo das dann wirklich auch nochmal so bewusst zelebriert werden darf. Und da ist eben diese Frühlingsgöttin, diese weiße Frau, da hatte ich ja auch bei den Archetypinnen schon drüber geredet, die weiße Frau, dann kommt die rote Frau und dann kommt die alte Weise, die schwarze alte Weise. Also da finden wir das dann auch schon wieder drin. Und das finde ich eben so faszinierend, wenn man da könnte man immer noch tiefer rein und noch mehr und noch mehr. Es ist einfach so verwoben und in sich so eine Spirale und so verbunden mit der Natur, mit unserer innersten Natur. Und ja, ich bin immer wieder fasziniert. Die Jahreskreisfeste, wunderbar. Ja, diese Jahreskreise sind wirklich interessant. So wie du es gerade erzählt hast, dass sie so miteinander alle verwoben sind. Also ganz viele Ebenen übereinander im Grunde, die halt alle ineinander so drin sind. So muss ich es zeigen. So, ne? Genau, und da ist also, darum habe ich auch eben gesagt, das ist auch wieder wie ein Medizinrad. Also das steht für den Norden, für den Süden,
für den Osten und für den Westen. Also das genau. ist auch wieder drin verwoben. Und man kann auch mal, wenn man mag, sich mal so mit Steinen so ein Jahreskreisrad oder Medizinrad legen. Mhm. Also da kann man auch nochmal, das ist jetzt auch nochmal so ein Thema, da kann man sich auch vertiefen. Da gibt es auch so Rituale und schöne Möglichkeiten, da diese Energien auch einfach immer ein bisschen zu nutzen mit Meditationen oder mit Ritualen. Mhm. Also manche haben ja schließlich schon so einen Steinkreis auch im Garten einfach gemacht. Ja, genau. Um das da eben dann auch zu nutzen, um sich auch mal da reinzustellen, reinzusetzen, mal reinzufühlen. Mhm. Was macht das mit mir? Was kommen für neue Impulse? Genau. Und sowas in der Art, ja. Genau, und die uralten Steinkreise haben auch alle die... Stonehenge. Genau. Und ich war mal in England, also es gibt noch viel mehr Steinkreise. Ja. Also alle Naseland findest du da einen, die sind noch nicht so bekannt. Genau. Und das ist eben so, dass, um das wieder zu entdecken, so die Sprache der Natur, die ja in uns spricht, die mit uns spricht und diese ganzen Symboliken dann auch oder diese, ja auch die Elfenwelt taucht auf, die Götter und Göttinnen. Also es gibt dann bei den Kelten diesen Gernunos, den Hirschgott. Da gibt es sogar, das hat die Kirche dann auch so mit dieser Hubertus, da gibt es auch solche Hirsche mit so einem Licht dazwischen. Oh, das ist der Jägermeister. Das weiß ich jetzt nicht gerade. Ich weiß es gar nicht. Genau. Aber dieses Symbol wurde oft benutzt, aber es kommt ursprünglich von Gernunos, dem Hirschgott. Ach, guck. Der da eben auch also das Licht zwischen dem Geweih trägt und wieder also auf dieser Erde erscheint dann. Zu einer gewissen Zeit ist er wieder da. Oder der Sonnengott und Belenus, der vermählt sich mit der Erdgöttin. Genau, das ist dann... Also da ganz stark an Beltane, da ist dann wieder das so deutlich spürbar. Und wie diese Götter und Göttinnen dort auch auftauchen. Und letztendlich ist der männliche Part ist so wie die Sonne, die so rumzieht, diese Bewegung. Und die Erdgöttin, das ist dieses ruhende, empfangende Prinzip dann. Also auch das wunderschön verwoben. Da gibt es so ein Miteinander, das wir ja auch in unserem Leben alle wieder finden dürfen, in uns und im Außen. Ist eigentlich alles aus diesen ganzen Rädern, Medizinrädern, Jahreskreisrädern zu lesen. Mhm. Dankeschön, liebe Kirsten Anouk. Das war jetzt echt interessant, wie diese verschiedenen Ebenen auch, das war, fand ich spannend, wie du immer wieder eine neue Ebene dann dazu erklärt hast. Ja. Also da kann man noch mehr, man kann wirklich zu jeder Station, gibt es Meditationen, also man kann wirklich auch ganz viel daraus machen. Das wirklich sehr, sehr nutzen und mich hat es auch fasziniert, eben mit den Liedern und Gedichten, die ich geschrieben habe, da so einzutauchen und oder mich zu öffnen und das dann auch zu empfangen. Und also ich würde gern jetzt so zum Abschluss hin noch, so weil wir jetzt ja vor Samhain stehen, würde ich gerne noch ein Gedicht vorlesen, also beziehungsweise ist ein Lied, aber ein kleines Lied, da geht es um die Ahnenkraft. Weil das jetzt einfach so die, was ich ja vorher auch erwähnt habe, das ist jetzt so die Energie, die jetzt so schwingt und da ist, dass wir uns wieder mit den Ahnen verbinden, dass wir den Ahnen danken, aber auch ihren Segen empfangen. Das steht jetzt dann bevor, genau. Ahnenkraft. Die Reihe der Ahnen steht hinter uns. Wir fühlen die Kraft und die Liebe. Wir bitten um Segen auf unseren Wegen, um Weisheit, Mut und Klarheit. Den Wandel der Zeit hält die Ewigkeit in ihren weisen Händen. Wir danken von Herzen und sind bereit, den Kreislauf zu vollenden. Sehr schön. Sagt alles aus. Mhm. Ja. Schönes Schlusswort. Hast du abschließend noch einen Impuls, was jetzt wichtig wäre zu den Jahreskreisfesten für unsere Zuschauer zu wissen, wenn man zum Beispiel sich auch ein bisschen weiter informieren will? Ja, also es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wenn man jetzt, also bei mir war es so, es beginnt im Inneren, auch wie so ein Funke, den man empfängt und dann geht man ja los. Das ist also echt immer so, man kann es wirklich immer so ein bisschen ähnlich. Und dann begegnen einem Menschen, Bücher, Lieder, was auch immer.
Und dann geht es eigentlich schon los. Also ich glaube, der Funke ist das Wichtige. Wenn der Funke jetzt übergesprungen ist oder gespürt wird, dass der ja schon da ist und der bloß nochmal so angetippt wird und diese Sehnsucht da ist, boah, ich möchte darüber mehr erfahren, dann gibt es Möglichkeiten. Und es gibt, wie gesagt, Bücher und Workshops und Vorträge. Und ja, da ist einfach, also ich glaube, einfach sich auf den Weg machen, diesen Funken spüren und sich auf den Weg machen. Und dann geht das. Dann darf sich da viel entfalten. Genau deswegen haben wir heute das Video gemacht, um diesen Funken eben auszusenden. Genau. Damit alle darüber nachdenken können. Und für mich war das jetzt auch mega spannend, sehr interessant. Und Dankeschön, liebe Kerstin. Sehr gerne. Ja, auch dir. Schön, dass du bei uns warst, dass du mitgemacht hast. Und vielleicht ist der Funke ja auch so zu dir übergesprungen. Und du guckst jetzt mal, wo dich das eventuell berührt sogar und du eventuell Resonanz mit dem ein oder anderen Thema hast, mit der ein oder anderen Ebene, und schau mal, wie du dann eventuell sogar dein Leben damit in Einklang bringen kannst. Und wenn du noch mehr Resonanz damit hast, vielleicht sogar deinen Jahreskreiszyklus so lebst, wie unsere Urahnen das mal gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann da wieder hinkommen, schon alleine des Kalenders wegen, dass wir irgendwann wirklich wieder dieses 13-monatige Jahr haben. Aber das ist Zukunftsmusik und da wollen wir noch ein bisschen geduldig sein. Bis dahin können wir uns eben mit diesen Informationen, die wir heute bekommen haben, beschäftigen, auseinandersetzen und dort mal hineinfühlen und für uns selber entscheiden, was wir damit machen und vor allen Dingen, wie wir es machen. Schön, dass du dabei warst. Und die Kerstin Hanuk hier aus Dietmannsried im Allgäu und ich senden dir wieder von ganzem Herzen alles Liebe.